Der Export ist eine ganz wesentliche Wachstumsstrategie für Betriebe und somit auch eine der wichtigsten Säulen der niederösterreichischen Wirtschaftsstrategie. In einer gemeinsamen Pressekonferenz in St. Pölten informierten Land Niederösterreich, die Wirtschaftskammer und die Industrie Niederösterreich über die aktuellen Aktivitäten zur Stärkung der Exporteure und über die neuen Zielmärkte der Internationalisierungsoffensive. Denn mit Frankreich und China werden zwei neue Märkte in Angriff genommen. Frankreich hat für die niederösterreichischen Unternehmen noch Luft nach oben. Es gibt hier noch Potenzial. Das heißt, wir setzen uns zum Ziel für Frankreich, dass wir in den nächsten 5 Jahren von 725 Millionen Euro auf 815 Millionen Euro unser Exportvolumen steigern. China liegt zurzeit an 15. Stelle im Ranking der Exportmärkte für Niederösterreich. Warenexport sind zurzeit bei 400 Millionen Euro, also auch hier noch Potenzial nach oben. Und gerade für Klein- und Mittelbetriebe ist das natürlich ein Riesenmarkt, der nicht gerade vor der Haustüre liegt. Dementsprechend ist es wichtig, hier die Betriebe zu begleiten. Der Export ist vor allem für Klein- und Mittelbetriebe in Niederösterreich sehr wichtig. 6 von 10 Euro werden im Export verdient, also ganz wichtig für uns als Land und ein ganz wichtiges Argument im Verkauf, ein wichtiges Argument für die Kunden bei österreichischen Unternehmen einzukaufen, ist immer die Qualität. Ganz speziell ist uns wichtig, hier auch Türöffner für die KMUs zu sein. Große Firmen, Konzernunternehmen sind klarerweise in diesen Themen viel besser aufgestellt, haben da mehr Sprachkenntnisse, haben mehr personelle Ressourcen, sind einfach selber von alleine überrepräsent. Und die Industrie, die verdeutlicht den Stellenwert des Exports im Land. Wir haben ein ganz breites Spektrum, das hier exportiert wird und hier produziert wird. Und das hat einen sehr positiven Effekt auf Niederösterreich. Und das, glaube ich, ist das, worum es uns geht. Das heißt, Export trägt unmittelbar dazu bei, dass es den Leuten besser geht und dass mehr hier investiert wird, was für die langfristige Perspektive des Standortes Niederösterreich ganz, ganz wichtig ist. Im kommenden Jahr müssen also Niederösterreichs Exportbetriebe gleich zweimal ihre Fremdsprachenkenntnisse auffrischen, um sowohl mit Ni Hao als auch Bonjour begrüßen zu können.